große Mörde. Ja. 5 Kilometer. Stadt ganz wohl ist. Naja. Eine Stunde, 8 Minuten haben wir noch. Für eine Stunde 58 müssen wir, also 50 Minuten müssen wir, wegen 50 Minuten müssen wir Pause machen. Auch nicht schlecht. Naja. Pause haben wir schon drauf. 20 Minuten. Wir haben 20 Minuten gebraucht zum Tanken. Diesel komplett und AdBlue. Ja, bist du wohl? Also. Von 6 bis 19 Uhr ist er wohl verboten. Boah. Bergheim. Kniet nieder in Bergheim. Naja, 18,8 Kilometer geradeaus. Wie die auf manche Käfernamen kommt, das frage ich mich. Poppenhausen zum Beispiel. Otzenbach. Oder ist das mehr ein Fluss? Wobei Düsseldorf ja nicht unbedingt ein Dorf ist. Ne? Zack, 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 wir haben eine Ewigkeit. Hauptautofahrer, Gas mit einer Mühle.
glaube so richtig schön, wenn ich hier drüben fahre, auf der ganz links neben der weißen Linie, dann staubt es richtig schön hin. Wenn ich das mache, halten die Autofahrer freiwillig Abstand, weil da so viel Dreck und Sand in die Luft geblasen wird. Nicht gut für den Nacken. Das ist doch wie auf der Autobahn passiert. Mercedes von hinten in der Auffahrt zur A44 meint, da müssten wir hinten einen Arsch kriechen, waren wir am Auflieger. Müssten wir den Rost von der Stoßstange kratzen. Wenn wir etwas zu weit nach links kommen. Staub, Dreck, Sand, hochgewirbelt. Was meint er, wie schnell der in der Eisenbahn? Wie schnell der hat das Fluchen angefangen, der hat den Lenkrad gebissen. Der hat das Hupen angefangen. Ja, halt doch Abstand, du hau dich, du Blöder. Dämlicher Denker, du dämlicher. Was soll denn das? Fährt man mit Meter Abstand hinterher und wundert sich dann, dass er den ganzen Dreck in die Fresse kriegt. Das ist übrigens komisch. Da beschweren sich die Autofahrer, dass wir keinen Abstand halten. Halten aber selbst keinen Abstand. Das ist genial. Das ist wirklich, also ich muss sagen, ich bin ja beeindruckt. Immer den Fehler bei anderen Leuten zu. Sehen, dass man selbst mit einem Meter hinten nachsteigt. Ja. Genial. Der Kollege hat es auch gesagt. Das sind die Leute, die sich darüber beschweren, dass andere keinen Abstand halten. Keinen Abstand. Sie selbst halten aber auch keinen Abstand. Das sehen sie natürlich nicht. Das sind mir übrigens die Allerliebsten. Unser Sprinterfahrer, der sich im Internet, ja, auf YouTube darüber beschwert, wie die Kollegen Abstand halten. Hat die gefilmt, die beiden LKW-Fahrer, also die zwei Berufskraftfahrer, wie sie halt Blech an Blech hintereinander herfahren. Und wenn man sich jetzt mal die Sprinterfahrer anguckt, dann kriegt man eigentlich das Kotzen, oder? Wenn da zwei Sprinter vorbeischießen mit knapp 160 km/h und der eine kriegt dem anderen den Auspuff rein. Wie sieht das aus, wenn einer mit 2 Meter Abstand hinten nachdüst? Wie sieht das aus bei 160 km/h? Wenn er jetzt mal sich einen LKW rauszieht, wie viele Chancen hat der Hintermann noch zu bremsen? Wie viel? Von 160 runter auf 90. Der Vordermann bremst. Der Hintermann bremst auch. Wo steht er dann am Schluss? Hat man ja gesehen auf der Göttinger Autobahn, Göttingen Richtung Salzgitter. Wo er steht. Die beiden Sprinter, die waren auf der Seite gelegen. Total schade übrigens. Beide total schade. Und die sahen wirklich aus wie durch einen Fleischwolf gedreht. Und da waren noch 3-4 PKWs dabei. Hier Salzgitter A7 Richtung Göttingen. Von Göttingen Richtung Salzgitter war der Unfall. Hier war im Baustoffbereich. Die hat es zerrissen. Das glaubt man gar nicht. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben von den beiden Sprintern. Und was sagt uns das? Die Moral von der Geschichte? Wäre das passiert, wenn sie Abstand gehalten hätten? Nein. Schau doch mal, wenn die Autofahrer überholen, wie viel Abstand die halten bei Tempo 200, wenn sie an dir vorbeiblasen.
mit dem PKW, wenn du gerade mit dem PKW und mit 200 fährst. Und du siehst gerade, wie die Kletten aneinander kleben. Und dann zieht plötzlich ein LKW raus. Der Vordermann bremst. Der Hintermann schafft es nicht mehr. Der klebt dem anderen im Eck drin. Der sagt dem Kofferraum mal hallo. Schiebt euch mal kurz seinen Kofferraum mit seinem Schubfang. Es gibt einen Schlag. Na, da kann ich Rücksitzbank nehmen. Die ist vorne, nach vorne hier beim Schaltknauf ist die irgendwo. Die Rücksitzbank. Mit allen drum und dran. Das ist so. Wenn du keinen Abstand hältst. Aber sie über andere Leute beschweren. Ist komisch, ne? Berl Süd. Die Fehler bei anderen Leuten kann man immer, die sieht man immer. Immer. Aber dass man selbst keinen Abstand hält, das sieht man nicht. Keinen Abstand hältst, dann wirst du in dem Beruf nicht alt. Das schwöre ich dir jetzt schon. Da wirst du nicht alt. Dann ist doch sicher, wenn dein Arm in der Kirche. Das war dann dein letzter Fehler, kann man sagen. Wo man, wenn ich mal drüber nachdenke, in Hannover gibt es ein schwarzes Brett bei VW. Da stehen alle möglichen Unfälle. Zum Beispiel hat einer eine Werkzeugstahlverlegung verloren auf der Autobahn, weil es nicht ausreichend gesichert wurde, entspannt wird. Da gibt es einen Unfall, da waren schwere Aluteile in der Gitterbox. Die waren einfach so auf der Ladefläche gestanden. Und im Übergang von einer Autobahn zur anderen im Bausteinbereich ist eben diese Palette mit den schweren Aluteilen runtergefallen. Aber nicht einfach nur runtergefallen, das kann man sich vorstellen. Das hat die Plane durchschlagen, das Ding hat ordentlich Gewicht gehabt. Das muss man dazu sagen. Das Ding hat ordentlich Gewicht gehabt. Zwar in der Mitte gestanden. Und durch den Übergang von der einen Autobahn, rüber auf die andere Autobahn. Das hat übrigens so einen kleinen Buckel gemacht. Also es war schon ein Höhenunterschied da von 10 cm. In dem Moment macht die Palette, die Gitterbox hinten einen Satz und fliegt raus und tötet einen Autofahrer. Weil die Ware nicht gesichert war. Weil es ja heißt, das Ding ist schwer, das kann nicht runterfallen. Das ist Blödsinn. Steht da Hannover am schwarzen Brett. Und lauter so andere Dinger. Da stehen auch schöne Bilder dabei.
Bilder, wie man nicht laden sollte, zum Beispiel. Bilder, was passiert, wenn man nicht ausreichend Ladungssicherung macht und so weiter und so weiter. In Hannover zum Beispiel wird selbst gegottet. Also da gottet das Personal selber. Man muss nur die Gurte. Das ist auch das Schöne, weil wenn der Fahrer selber gottet, so wie ich zum Beispiel, dann gehe ich zum Beispiel her, wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Gurt habe. Ich habe jetzt einen Gurt, der eingerissen ist, dann ratsche ich den fest. Fest ist der. Ich bin fertig. Wollen wir nochmal kontrollieren? Nö, wir vertrauen dir. Alles in Ordnung, alles klar. Na, so einfach ist das. Aber wenn die selber Gott und die sehen, der Gott ist ablegereif, na, den kriegst du von uns zurück, das ablegereif. Ich will einen anderen Gott. Dann stehst du da. Ich habe keinen anderen Gott. Ich werde wohl mit dem Vorlieb nehmen müssen. Nee. Entweder du gibst uns einen Gott oder du bleibst stehen. Das ist der Nachteil. Ich finde es eigentlich auch gut, wenn sie die Gurte kontrollieren. Weil dann kriegt der Unternehmer nämlich ganz auf den Sack. Wenn der Fahrer nämlich sagt, ja, das sind, die habe ich von meinem Chef gekriegt. Und er sagt, die Gurte sind in Ordnung. Dann sagt das Personal von VW, ist in Ordnung. Wir rufen jetzt bei deiner Firma an und sagen deinem Chef, er soll uns Quellingsgurte schicken. Sonst lassen wir dich nicht vom Hof fahren. Und wenn dein Chef irgendwie sperrenzlig macht, dann laden wir die Scheiße wieder runter und darfst rausfahren, ohne Wagen. Du brauchst aber dann nie wiederkommen. Du hast nämlich dann Hochverbot bei uns. Und deine Firma, beziehungsweise, ja, der kommt bei uns auf die Liste. Das gibt's auch. Es ist meistens so, ruft seinen Chef an und sagt zum Beispiel, die Gurte, die du mir gegeben hast, sind ablegereif. Wieso? Die Gurte sind in Ordnung. So, weißt du was? Entweder du gibst mir neue Gurte oder die Karre bleibt stehen. So einfach ist das. Das habe ich schon so oft erlebt. Oft. Ich habe aufgehört zu zählen. Wenn ich für jedes Mal 1 Euro kriegen würde, dann wäre ich jetzt Millionär. Dortmunder Ring A1 E37 in 10 Kilometer. An den Spanngurten an und hört bei den an die Rutschmatten auf. Chef, ich brauche das und das. Nö. Ein bisschen? Nein. Ein kleines bisschen? Nein. Ja, dann kann ich nichts machen, dann kann ich nicht arbeiten, dann kann ich, bleibt die Karre stehen. Was? Er kriegt keinen Fahrer. Auf die Schnelle. Als Fahrer hast du die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Ware bzw. das Ladematerial, also die Spanngurte, das Sicherungsmaterial in dem Fall, in einem guten Zustand ist. Sehr gut wirst du in der Reihe, dann müsstest du jeden Tag einen Gurt kaufen. Und einen Gurt für 39 Euro, das wird ein bisschen teuer. Aber die Gurte kann man ja mehrmals verwenden. Bis sie eingerissen sind, dann muss man sie wegtun. Man sollte sich auch an die Regeln halten. Sobald das Ding eingerissen ist, wegwerfen. Bringt ja nichts mehr, wenn das Ding aufhebt.
riecht's wieder nach Müllkippe. Ist ja nicht eine Müllkippe. Dortmunder Ring in 6,7 Kilometer. Ja, ist der längste Rastplatz. Lüner Grund in 1000 Meter. So ein eigenartiger Geruch. Wie Wilddeponie. Hoppala, wir fahren schon 92. Au, 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 aua, aua. Hallo, mach mich vor. Sintflut. Ich fühle mich schon wie ein Ozeankapitän. Rauf und nieder immer wieder. Es gibt auch ein anderes Lied, das heißt Zipflane zur Glase. Aber heute geht's gut. Na, das werde ich jetzt nicht erklären, was das heißt. Es gibt schöne Lieder, es gibt schöne Volkslieder aus Bayern. Wenn mir jetzt noch eins einfallen wird, wäre ich glücklich. Was sie schon immer über Sex wissen wollen. Aber nicht zu fragen wagen. So ähnlich. So. Das sind so diese Soft-Porno-Filme aus den frühen 50er, 60er Jahren. Also nicht. Das ist so ein Möchtegern-Porno auf Deutsch. So. Also da wird nicht rum wie auf der Bonanza, sondern das ist halt einfach nur so ein Bulk-Film. Der geht halt etwas unter die Gürtellinie. Zum Beispiel auf diesem komischen Planeten, wo plötzlich der Schwanz mit den Eiern, der Laufende, hinterher rennt. Und er spricht schwul. Ich bin eine von wir. Aha, also, das ist die Autobahn, ja. Fällt mir noch gerade so ein. Schande des Universums. Oder hieß der? Ja, Moment mal. Schnarzan? Nee. Schnarzan, Schande des Universums? Nee. Das ist ein Zeichentrickfilm. Da fehlt mir aber der Schluss. Ich weiß gar nicht, warum ich den Film eigentlich hin. Das ist auch so, ich weiß gar nicht, da haben wir schon lange nichts mehr gesehen.
Ja, ist auch lustig. Aber leider fehlt mir der Schuss. Köln, Düsseldorf auf die A1. Wenn ich drüber nachdenke, da gibt es noch einen Film, den haben wir mal beim Kumpel angeguckt. Der hieß Schlonk das Bananenmonster. Ja, der Film war lustig. Ungefähr so lustig wie... Naja, man kann das jetzt nicht unbedingt mit The Taste vergleichen, aber den haben wir auch da unten geguckt. Den haben wir auch beim Kumpel angeguckt, The Taste. Wo am Schluss mit der Kettensäge, oder wie war das, gleich, wo sie alle aus der Schüssel saufen. Ist uninteressant. Das ist absolut uninteressant, erzähl ich nicht. Das ist sowas von ekelhaft. Das war ein englischer Student, der den Film gemacht hat. Auf die Idee musste er erst mal kommen. In eine Schüssel reinreihen und dann die Schüssel macht dann die Runde und nee, also die Eingeweide und der platzende Kopf, das war ja noch lächerlich, das war ja langweilig, aber wir sind dann alle ringsrum um die Schüssel rum und dann das war glaube ich das ekelhafteste überhaupt an dem Film. Kann einem schlecht werden davon. Hören wir lieber auf, bevor es. Naja, da. Ich hab Hunger. Naja, okay. Ja. Schlonk das Bananenmonster. Ich muss mal schauen, ob ich hier noch Junge kriege. Das ist einfach nur so ein. Das ist ein Typ in einem Gorilla-Kostüm, der nach ein paar hundert Jahren aufwacht und. Ja, das ist so ein Film aus den 70er Jahren, so auf Ulk gemacht. Und fängt da an und tötet für Bananen oder ich weiß nichts mehr, wie der Film, wie das jetzt im. Ich hab den schon ewig lang nichts mehr gesehen, ey. Schlonk das Bananenmonster. Alter Mann. Das war zu der Zeit, wo wir dann nach Flandern runtergefahren sind. Wo vor der Bonnmilchbude standen, da waren wir mal Cousin dort war. Alter Mann, ey. Da waren wir vor der Bonnmilchbude, haben uns Bommels und was der Geier und Bratwürstlich gekauft. Und dann fragt er so, ja, der Besitzer von der Bonnmilchbude, welche Soße darf es denn sein? Und du stehst da und denkst, Ketchup, Mayo, vielleicht Senf auf die Bommes. Ja, was willst du? Ja, ich habe 30 Soßen hier. Alter. Das Lustigste war der Folkloreabend. Das Lustigste war, wo wir ankommen sind. Mit dem Auto rein auf den Hof. Grüne Wiese. Richtig schöner, großer Platz. Da waren schon einige Kollegen von uns, haben gezeltet. Ich mit meinem Cousin rein. Da flitzt was über die Wiese drüber. Denkt mir noch, hoppala, was ist das jetzt? Ich doch einmal.